That's part of a cook and good for the rest of our lives. Military. Da ist ein Fisch, mein Feind. Ja, ja, ich esse nicht so gerne Fisch, aber ich werde es mir heute mal reindrücken. Los geht's, da ist er. Kabel, ja, nicht mit dem Kabelfernsehen zu verwechseln. Und als erstes starten wir mit der Marinade. Ganz genau, Freunde. Der ist hier schon ausgenommen, gekauft, Kopf ist ab. Ja, ne? Messer zur Sicherheit habe ich dabei. Ja. So, Freunde, starten wir mit diesen Pilzen, die Muer-Pilze. Oder wie die Chinesen die auch nennen. Und dann rein damit hier. Die sind getrocknet. Die muss man erstmal wie so Räucherchips wässern hier. Genau, so. Zitrone hier ausquetschen. Schön alles rausfeuern hier. Das ganze Fruchtfleisch zerstören. Und schön den letzten Tropfen ausdrücken. So, das einmal durch Sieb. So, und dann kann es weitergehen, Freunde. Zack, ausgedrückt hier. Und dann geht es auch schon weiter hier. So, wenn wir die haben, dann reingeschüttet. Dann geht es hier gleich mit der Sake weiter. Guten Schuss hier. Ja, ungefähr so viel. Ja, gut, reicht, ne? Und dann Sojasauce hier. Das ist das Salz, Freunde. Und da unten steht schon meine Lieblingspackung. Die 9 Shiner Gewürze des Glücks, ne? Ja, ist noch nicht im Handel. Nur der Prototyp hier. Ich bin noch am Mischen. Aber ihr könnt auch einfach 5 Gewürzepulver erstmal nehmen. Ich teste ja erstmal meine 9 Gewürze hier. Zum Beispiel an diesem Kabeljau. Ja, ich schneide da so quer rein, damit hier ein bisschen Gewürz und Marinade ein bisschen besser einziehen. Nicht komplett durchsägen, sondern ein bisschen anritzen hier. Ihr seht schon hier. Zack. Ja, ich säge da ein bisschen zu stark dann rum, aber macht nichts. So, auf so ein Backblech legen. So, hier, so, zacki. Und dann kommt die Marinade, würde ich sagen, hier. Schön drüber ballern hier. So. Ja, den wende ich dann nachher noch ein paar Mal hin und her. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr lecker aus, das Gerät, oder? Für Fischfans auf jeden Fall genau das Richtige. So, ein bisschen hier. So, ihr seht's. Ich drehe das Ding da mal einmal drin rum. Stell den dann gleich mal zur Seite. Ist ja eh kalt draußen hier bei uns. Passiert erstmal nichts mit dem Fisch. So, komm da drauf hier. So, zack. Da ist er. So, Messer brauche ich auch mal kurz hier. Hacke hier mal alles hier ab hier. Ja, so wird Porree geschnitten. Ganz genau. So, rüber damit mit dem Zeug. Na, Grundlage, ne? Bisschen Grünzeug für die Girls, ne? Hier der China-Kohl hier. Indiana Jones lässt grüßen hier. So, ich versuche das zu tauschen. Ja, geschafft. So, und dann runter damit hier. Abpellen den Lümmel hier. Hat volle Programm. So, das kann erstmal weg und dann kann er hier geschlachtet werden endlich. So, nehmen wir einmal durchsäbeln hier. Zack. Und dann wird gehackt, Freunde. Genau. Vorsicht auf den Finger. Ne? Wird eng hinten sonst, ne? So, da drauf verteilen hier das ganze Zeug. Ah, yeah. Und hier die andere Hälfte nehmen wir auch nochmal auseinander. Auch da drüber ballern. Alles für die Girls, wie gesagt. Müsst ihr nachher nicht mitessen. Und jetzt haben wir hier so ein China-Bambus da, oder was das auch ist, ne? Aus der Tüte. Schütten wir das Wasser ab. Und dann können wir jetzt das Zeug da ein bisschen drauf verteilen. Wer will, kann sie klein schnippeln. Ich dachte mir, so als Stange sieht es ja auch mal nicht schlecht aus. So, und jetzt haben wir hier unsere Pilze. Abschütten. Die haben Wasser getankt. Und nun können wir sie rausnehmen. Hacken wir auch nochmal drüber, würde ich sagen, ne? So, zerstören wir die erstmal. Ja, genau, das macht Spaß. Das gibt Laune. Ja, genau. So, haben wir das jetzt endlich hier? Ja, sieht doch schon mal ganz fein aus. Nehmen jetzt das ganze Zeug und dann da drüber werfen. Ja, so, das Fußballstadion ist quasi stadtklar für den Fisch gleich. Aber es fehlt noch eine kleine Zutat. Hier, die Wasserkastanien hier. Richtig, ganz genau. Aus der Dose, ein Döschen fürs Höschen. Ja, am Baum hängen die, aber die kann man glaube ich nicht benutzen. Die sehen irgendwie anders aus. So,
drauf ballern hier. Chinatown ist fertig hier. So, hier, hier. Zitronen brauchen wir auch noch ein bisschen hier. Ich hack da noch ein paar ab. Und jetzt kommt der Fisch wieder hier. Ein bisschen marinated. Haben immer wieder mal gewendet da, damit ein bisschen was drin liegt. Ihr seht schon, hat schon ein bisschen Farbe gekriegt. So, jetzt die Marinade nochmal drüber kippen. Schaden tut's nicht, ein bisschen Flüssigkeit muss rein. Ja, sieht doch schon mal ganz lecker aus für so einen Fisch, ne? Oder nicht? Oder wie, oder was? So, alles drüber gießen. Und dann, Freunde, die Pizza nehmen. Genau. Die nehmen und Zahnstocher schnappen und reinpieken. Genau. Picken, packen, puppen, piepen. So, alles reingepiekt. Da gibt es ja schon eine Zitrone gleich mit, ne? Würde ich sagen. Der Dampf der Zitrone wird zünden. So sieht das ja schon mal sehr fein aus. Ja. Das ist doch mal ein Gefährt, oder? Also für Fischfans genau der richtige Lümmel. Links. Hier ein Stein aber da mal in die Mitte reingelegt, hier als Hitzeschild. Und rechts die Kohle. Und hier habe ich auch noch so ein paar Nachzügler reingelegt, ja. Wie Grundhitze. Ding einfach in die Mitte werfen. So, Indirect Heat. So, hier. Stück Butter muss noch drauf, hier. Ja, damit er nicht austrocknet. Und das Gemüse unten ein bisschen Saft kriegt hier. Ein großes ist noch übrig geblieben. Deckel schließen, Freunde. Ja. Ja, lassen wir ihn mal ballern hier. Nach nur einer Minute später, die Butter scheint zu schmelzen. Ich wollte noch mal einen kleinen Lumser drüber werfen. Oh. Ja, und jetzt lassen wir es mal eine Stunde ballern. Ja, und dann? Oh, da ist das Gerät. Ein Fisch. Der große Test. Wenn sich die Rückenflosse einfach so abziehen lässt und ihr so einfach nur so Gräten da in der Hand habt, dann ist das Gefährt durch Homat 5000. Dann braucht er keinen Fleischthermometer. Das sieht aus wie ein Kabeljau Dorschomat 5000. Alles in einem Wort gesagt. Ja, schneiden wir den Lümmel mal an, will ich sagen. Hier habe ich hier schon Besteck geschnappt. Sieht fast aus wie vorher, aber groß und lecker wie vom Bäcker. Dorsch oder Kabeljau, könnt ihr euch aussuchen. Hab extra meinen Anglerhut aufgesetzt für euch. Ja, wo schneide ich denn an? Ich weiß es nicht. Ja, ist das nicht ein Beauty-Shot? Erstmal das gelbe Grünzeug hier entfernen. Einfach diese Pizza rausholen. Und hier, ihr seht, die Flosse kann man so rausziehen hier. Ja, irgendwie geht's schon. So, raus ist das Ding. So, weg damit hier. Flosse kann man erstmal schon mal abziehen. Dann hat man da gleich auch so einen Rücken schon ein bisschen offen. Zum Lunsen hier. So, wie ihr seht, das Grillschuhmesser gleitet so durch. Es sieht zwar aus wie ein kleines Küchenmesser, aber das liegt am Fisch, der ist so riesig. So, zur Seite damit, Baby. Und jetzt kann man das Filet da so rauspulen. Ja, wer es mag, der kann sich's ballern. Rein damit. Oh, sieht aber schon mal gar nicht so schlecht aus hier. Fast wie ein Fischstäbchen von innen. So, hab mir die Probiermaske geschnappt. Und dann ab in den Hals, würde ich sagen. Ja, Mann, da freue ich mich schon drauf. Hatte zurecht zum... Lecker. Dann nehme ich mir doch noch was hier. Ja, was haben wir denn hier? Ein Stück Filet hier. Da. Da ist es. So, hier. Auch da drunter ist was zu finden, Freunde. Haut einfach abziehen, dann sieht es schon fast wie ein Fischstäbchen von innen aus. Ja? Guckt euch das Gefährt an. Scheint zu klappen hier, der Grill. Ja, so, jetzt machen wir so einen schönen Tellerchen hier, so ein Bambussprösschen, paar Pilze dazu und fertig ist der Lümmel hier. Ab in den Hals für die Girls. So, das restliche Zeug kann man so abstreifen hier, schön Obacht geben, man will ja keine Gräten mitfuttern. Und ja, ich hoffe, es hat euch wieder wie immer gefallen, Freunde. Lasst den Daumen nach oben brennen und ja,
Bis zum nächsten Mal. Lunser-Seminar Nummer 8. So, ein oder zwei Plätzchen habe ich noch frei. Es wird vielleicht auch ein paar Plätzchen geben. Abonnieren nicht verpassen. Bis bald.